Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Manolords. Jo, wir ernten hier schon ab. Schöner Weizen ist hier rausgekommen. Trotzdem sehr gut, großer Ertrag hier, was rausgekommen ist. Wir brauchen was anderes. Ich mache hier mal Priorität sehr niedrig. Gebäude bauen. Speicher. Wir brauchen definitiv noch einen Speicher. Weil das wird hier sonst nichts werden. Ich hoffe mal, dass wir da die Windmühle jetzt nicht stören. Ich hoffe mal. Na, ich denke schon, wenn, na, der Wind... Egal. Bauen wir den Speicher einfach dahin, dann haben die einen kurzen Laufweg. Dann machen wir sehr hoch. Weil der... Das wird sich jetzt hier gleich füllen. Mit Weizen wie Sau. Super, Leute. Können wir eigentlich mal schön gemütlich hier durchlaufen. Haben wir ja noch gar nicht hier gemacht. So ein schönes Farmhaus begutachten. Boah, die Mühle ist ja riesig eigentlich. Ein leerer Stall. Und die Leute ernten hier alles weg. Per Hand natürlich. Und dann haben wir die Qual der Wahl. Entweder machen wir was anderes drauf, das Jahr dann. Oder wir sagen, jo, wir scheißen drauf. Und machen einfach nochmal Weizen. Schön, und der wird dann hier jetzt gesammelt. Und die anderen Leute nehmen dann die Weizen dann hier mit. Super, die können wir dann gleich weiterverarbeiten. Ach ja. Es sieht gar nicht so übel aus. Ich habe nur Schiss vor dem Bandit. Enorm viel Schiss. Oh, ist das schön hier. Sorry, da habe ich jetzt schnell mal einen Screenshot gemacht. Jetzt ist die Sonne leider schon verschwunden. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen einfangen. Moment. Gut, dann da Lagerhaus. Ja. Wird gespeichert, deswegen dachte ich, wird es ein bisschen ruckeln. Lagerhaus, 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 Lagerhaus. Super. Als nächstes steht natürlich dann die Eisengewinnung auf dem Plan. Vielleicht, oder ich denke auch, wir bauen uns nochmal einen zweiten Brunnen hier. Wie tief ist das Ding? Tor zur Hölle oder was? Oh, schön. Also die Funktion, die ist geil, halt einfach hier so rumzulaufen. Ich glaube, das sowas Ähnliches gab es damals schon bei SimCity 5. Glaube ich war. Das ist Asbach uralt Game. Ja, nicht so alt wie die anderen Teile. Aber boah, wie cool war das Game früher. Ist auch jetzt immer noch cool. Spiele ich auch aber zu trotzdem nochmal. Da konnte man sich auch flups reinflupsen in so eine Person und die konnte man dann so verfolgen. War recht lustige Sache eigentlich. Jo. Hier das letzte Häuschen. Und ja, hier haben wir jetzt überall kleine Gärten. Oder können wir jetzt hier ein paar Hühner oder sowas machen, wenn wir wieder ein bisschen, na, haben. Das ist schön. Hier gleich den Marktplatz. Brunnen würde ich definitiv noch einen zweiten bauen. Schaut gut aus. Also, freut mir sehr. Auf jeden Fall das hier fertig klabustern. Zack, 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 zack. Baut's mal schnell hier fertig. Einen zweiten Ochsen brauchen wir definitiv. Und halt vor allem hier einen Ochsen. Das ist das, was wir als allererstes erforschen. Wo ist denn das? Wir schauen mal kurz. Gesetze. Weil ich habe auch versehen das gemacht. Ich dummer alter Vollidiot, ey. Schön, ne? Aber... Oh, ist das ärgerlich, ey. Ich schätze mal hier oben. Jo. Das machen wir. Scheiß auf Schaf, wir machen das. Das brauchen wir. Das hat man jetzt hier schon gebraucht. Aber die Leute müssen sich jetzt hier auch mal ein bisschen beeilen. Der ist jetzt auch gleich fertig.
Speicher. Ein Weizen ist hier drin. Ich würde fast sagen, dass wir hier jetzt einen kleinen Schlawiner-Move machen. Hier erweitert. Weizen hier mal ausschalten. Dann müsste der ganze Weizen hier rein. Super, eine neue Familie. Kann ich hier nochmal Leute reinhauen? Na komm! Wird doch jetzt hier einer fertig bauen. Danke sehr. Super, das ist jetzt auch fertig. Das haben sie heimlich nebenbei gebaut. Gut, das sieht nicht verkehrt aus. Brennstoff 19 Monate, Nahrung 16 Monate. Wir kommen über ein Jahr drüber. Stand jetzt, wie viele Bewohner es jetzt sind. Ich bin happy. Ich freue mir einen ab. Oh. Gut. So, sammelt es jetzt schön ein. Jetzt müsste sich dann hier das da gleich füllen. Ne, die hauen es hier rein. Ah! Okay. Die haben ja auch nochmal Lebensmittellager. Sollten vielleicht noch dann so ein Lager ausbauen. Guck mal, hier vielleicht erweitert das Lederhaus. So. 24%. Dann machen wir direkt Brache, weil das sind echt 10% weniger. Mach mal, jetzt haben wir da nur 60 rausbekommen. 60 Weizen? Also ganze Weizen. Weizen. Okay. Stellen wir hier mal zwei Leute ein. Dann baue ich einen blöden Ochsen einfach mal. Ich denke, da müssen wir einen Viehmarkt, glaube ich, haben, um das machen zu können. Sorry, wenn ich wieder speichere, aber... Ja komm, überspeichern wir den Winter einfach. Super, wird schnell durchgemacht. Beziehungsweise ich könnte jetzt sagen, hier mach mal einen weniger. Und dann hier. Zack. Gut, und jetzt backen wir Brot. Ja gut.
Hat er jetzt nicht so gut funktioniert. Dann machen wir da kein Brot, dann müssen die das Boot darüber tragen. Brauchen jetzt irgendwie Geld. Können wir uns noch einen Ochsen kaufen? Puh. Ja gut, aber was werden wir brauchen wahrscheinlich? Ja, hier so ans Waldeckchen ran. Oktober haben wir schon wieder. Beides da im Griff. Mal gucken, wie wir und ob wir das überleben. Korn und Weizen. Hier jetzt Brot rein? Nicht. Okay. Gut, dann machen wir so. Hier komme ich auch nicht rein. Nutzt das hier, nutzt das, Mann! Ich baue es dir nicht umsonst. Danke sehr. Warum mögt ihr mich jetzt nicht? Oktober. Zack. Was hier drüben? Oh. 20 haben wir. Müsste ich hier eigentlich jetzt wieder mal einen machen, aber der Holz noch schön ab. Vielleicht mal ein bisschen Vorsorge betreiben. Wo war das jetzt? Keine Baukosten. Dass man das dann einfach hier so wegmacht. Arbeiter werden zu Totengräbern. Abbaugrube, das brauchen wir auch definitiv. Brunnen. Ich weiß nicht, wie viel so ein scheiß kleiner Brunnen abdeckt. Aber ich glaube, ich werde hier dann noch einen hinbauen. Super, werden immer mehr Stände. Das ist toll. Mehl, super. Super. Läuft, 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 läuft. 138 Tage. Danke. Zack, zack, zack. Familie ist hergezogen, das freut mich sehr.
Wir brauchen ein bisschen Zaster langsam. Vielleicht ein bisschen Brennholz verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Oktober haben wir, bald wird November. Stallfläche brauchen wir nicht, ich brauche nur mehr Ochsen. Könnte man da auch, Moment. Würde ich mal direkt daneben hinbauen. Auf die Viehzuweisung. Baumaterial, bla 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 bla. Handelsruder einrichten. Wandler. Wanderhändler. Die habe ich noch gar nicht gehabt. Das da ist auch irgendwie nicht gut. Da ist ein Eisenvorkommen. Jetzt machen wir erstmal das da fertig. Priorität sehr hoch. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann was handeln. Was? Hä? Was hat denn jetzt keinen Weg gehabt? Okay. Muss man jetzt, glaube ich, nicht höher stehen. 98% positiv. Gleich mal speichern hier. Ja, da wirkt der Speicher eines Rugenwehr. Man kennt ihn. Das ist schön. 122 Tage. Oktober haben wir jetzt. Super. Brot backen wir hier ordentlich. Nichts auf Lager. So soll es sein. Und hier backt man auch schön. Super. Das sieht auch gut aus. Sieht gut aus. Hat das. Das Ding ist, die Wege sind aber halt jetzt momentan wirklich verflucht lang. Wir können hier mal einen dauerhaft zuweisen. Hier ist ja auch einer dauerhaft zugewiesen. Dann forstet sich das ein bisschen wieder auf. Von 2. Na, das sind halt doch schon ein bisschen Wege hier, was man zurücklegt. Ich würde sogar fast sagen, dass man hier nochmal einen Zwischenweg hier reinmacht. Für nächstes Jahr bauen wir vielleicht auf der Seite hier noch ein Feld. Das wäre interessant. Weil dann können wir abwechselnd immer brach liegen lassen und anbauen. Gut. Import, Exports. Boah, Regionsvermögen, wir sind reich. Okay, Moment, wir brauchen Geld. Oder muss ich hier erst eine Person hinzufügen? Weidefläche. Viehhandelsposten. Weidefläche. Stallfläche 0 von 2. 0 von 4, weil wir wahrscheinlich kein Vieh haben, oder müssen wir hier extra... Eine Weide. Schafzucht.
Oder hier hinter einfach so eine Weidefläche. Könnte man schon... bisschen weit. Gut. Und dann können wir noch mal hier gucken. Gerste. Roggen. Was brauchen wir noch mal für Bier? Zur Bierherstellung. Mälzerei. Malz. Gerste und daraus Malz herzustellen. Gut. Gerste. Ist ja auch nicht so nice. Da ist ja Weizen sogar besser. Dass man sagen, man knüpft jetzt hier oben ran nochmal ein Feld. Dass man jetzt sagen. Ah, das war natürlich wieder nicht so smart. Da passt hier kein Weg mehr vorbei. So mal schön vorbei. Hier schön runter. Dann machen wir hier noch ein bisschen Platz. Und hier so hin. Dann haben wir da noch ein bisschen Stein zum Abbauen. Haben wir das da hier. Und jetzt könnte man dann theoretisch sagen. War noch mal ein Feld. Speichert. Dass man es vielleicht ordentlich ausnutzt. Zack. Boah, komm wie Sau. Zack. Zack. Gut, das sieht hässlich aus. Sieht beides sehr hässlich aus. Und hier so. 4,5 Morgen. Gut. Na, dann machen wir hier Weizen. Dann haben wir erstmal Essen gesichert. Und ja, ich weiß, das Feld ist noch größer. Hätte vielleicht hier nochmal... Machen wir nochmal weg. Was? Hallo, Straße. Dann machen wir hier... Mal hier einen schönen Sträßchen hin. Um es dann wieder hässlich rumzuziehen, ey. Super, hat sie gleich connected.
Da connecten wir es jetzt auch nochmal. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Das ist hier mein Motto. Und dann mache ich hier nochmal Vieh. Na, nicht so ganz. Nee, alle. Ich will nicht, ich will doch nicht alles machen. Nein. Squee. Na gut. So. Bitte. Spiel. Bitte. Spiel. Vielleicht sollte ich an Straßenorientieren rausmachen. Ich mache Außenstraßen einrasten und das Spiel nervt mich immer noch. Okay, gut, dann mache ich jetzt nochmal einen Trick. Trick. Nicht Fels. Ah! Angriff ist bald da. Na komm. Ich glaube, ich mache jetzt die Straße noch mal weg, ey. Okay, die darf ich nicht removen. Okay. Hallo? Puh. Also, ungewohnt ist es immer noch das Game. Ungewohnt wie Sau ist es immer noch. Zack. Schön. Gut. Ist immer noch ungewohnt wie Sau. Ein bisschen krumm. Interessiert mich nicht. Speichern. Ich bin erstmal zufrieden hier. Gut. So. Ich will irgendwie was verkaufen hier. Handel. Stein brauchen wir nicht exportieren. Irgendwas. Ah, hier können wir Zeug holen. Warte. Was haben wir en masse und brauchen wir nicht? Was heißt das? Gewünschter Überschuss. Okay. Ich hab's noch nicht ganz verstanden, wie das gemeint ist mit gewünschter Überschuss. So, gewünschter Überschuss. Ah, okay. Machen wir 5. Okay. Das heißt, wir bräuchten hier einen Sägebuddy. Würde ich sagen, Junge, du gehst weg und wirst wieder das Sägebuddy. Oh, ist das schön. Also es gefällt mir, das Dorf. Es war noch nicht da, wo ich es haben will, bei weitem nicht. Ich wollte eigentlich auch die Häuser so um den Marktplatz, aber wir werden wahrscheinlich auch mehrere Marktplätze bauen. Und ja.
Spur mal ein bisschen. Nichts mehr hier los. Bäcker ist hier unterwegs. Ein Arbeiter hätten wir. 100% positiv. Also, wenn die Leute uns nicht lieben, dann weiß ich es auch nicht. Und ich denke, wir können ein paar Tage nur noch. Abbaugrube. Muss ich's drüber stellen oder? Keine Ahnung, habe ich das richtig jetzt gemacht? Priorität sehr hoch. Aber wenn wir Geld reinbekommen. Ja, ich weiß, das Lager hier ist voll. Ja. Manche Ressourcen verschwinden, sobald es kalt wird. Können jetzt hier einen wieder wegmachen. Was für ein Sauwetter. Hätten da jetzt Holzbretter verkauft oder nicht? Allgemeines Lager. Okay. Regelmäßig eure Route bitz. Ja, woher bekomme ich denn so einen Affen? Wander. Ich habe hier nur die blöden Outlaws. Den Typ hier. Aktuelle Beziehungen in der Arbeit. Ich kann dir nur drohen. Woher bekommen wir jetzt Händler? Lebensmittelgarn, Handel zugesehen. Ah! Wir bräuchten das, okay. Und ich sehe schon das nächste Ziel hier. Wir brauchen Stufe 2 Häuser. Okay. Und dann könnten wir hier das da wohl machen. Das Ding ist, ich ärgere mich so hier drüber. Das da und dann das da. Ah! Einfach so in die Fresse schon. Oh mein Gott, das ist ärgerlich. Gut. Jo. Können wir das irgendwie upgraden? Wie kann man denn die upgraden? Nicht genügend Brennstoff, das ist doch hier direkt in der Ecke hier. Leder. Lebensmittel, ja.
So, der hätte jetzt alles. Ausbaustufe 2. Ah! Der nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Der würde funktionieren. Der würde auch funktionieren. Dann machen wir halt einfach mal, wie viele brauche ich denn? 2 Häuser. Dann machen wir einfach mal. Zack. Gut. Machen das mal auf sehr hoch. Eine Bursche wird schon hoffentlich da hochkarren. Ich würde auch das dann mal machen. 84 Tage haben wir noch. Die Väter liegen brach. Ja, das zeigt noch 5 Millionen mal an, dass das voll ist. Gut, 28 Holz, das reicht wieder eine Weile. Nur wir brauchen halt diesen Handel einfach überregional. Das ist das Wichtigste. Was Wichtigeres gibt es wirklich momentan nicht. Zack, 2. Reißt er das ganze Haus einfach nochmal ab? Prozent. Muss man auch erstmal schauen. Zack, 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 zack. Nicht genügend Brennstoff in den Markt stellen. Ich glaube, so wie das hier aussieht, wir können ja auch weiter nach hier drüben. Müssten wir jetzt hier auch nochmal einen Markt bauen. So doof es aussieht. Was sagt man nach? Eigentlich gar so groß so. 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 Und jetzt dann. Speichern. So. Dann verteilt sich's auch wieder schön. Vielleicht, ja gut, eine Zwischenstraße haben wir hier. Schön! Erste Luxus-Apartment ist fertig. Toll! 59 Tage bevor wir alle sterben. Super! Ich denke mal, aber das machen wir in der nächsten Folge. Essen reicht en masse. Das ist super. Alles reicht. Alles reicht. Das ist toll. Gepflanzt wird. Der holt die Stämme, die noch draußen sind. Jetzt sollten wir hier noch einen zweiten Pflanzer dann einstellen. Super. Boah, ein bisschen ordentlicher das Haus. Hat sogar ein Blumen, ist es ein Blumensklo? Ich glaube schon. Wird beansprucht, ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kann gar nichts machen. Wahrscheinlich müsste ich jetzt schon die ganze Zeit gegen den pushen mit meinen Leuten. Aber ich mag es mal einfach nicht.
Aber wir sind krass voll. Wir bauen aber erstmal das Haus hier fertig. Komm, 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 komm. Dass wir das wenigstens noch in dieser Folge schaffen. Dann machen wir in der nächsten Folge direkt Kriegsvorbereitungen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Wo ist das? Ich habe 5 Millionen Brennholz. Siehst du eben nach da drüben. Mein Gott. Und da kommt eben dann nur Brennholz rein. Ich glaube, ich muss das auch alles noch mal ein bisschen hier besser managen. Baustufe 2. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Vom deshalb gleich die Kirche abfackelt, ey. Das ist doch ein Zeichen. Ah, wann war das in der letzten Folge, wo die Kirche abgefackelt ist? Oder in der vorletzten? So. 4 von 4. Jetzt machen wir das hier. Sehr hoch. Das machen wir höchste Priorität. Zack. Schön. Jetzt das ist der höchste Priorität. Gott. Handelslogistik. Kann man? Ist jetzt die Frage. Ist es da überhaupt freigeschaltet? Oder, weil da steht nur höchstens 25. Höchstens 25 was? Okay, wir brauchen einfach nur mehr Stufe 2 Häuser. Das geht. Das kriegen wir hin. Komm, wir machen das einfach mal so. Ich glaube zwar jetzt irgendwie nicht dran, dass wir jetzt da irgendwie was machen können. Haben wir Geld schon irgendwo reinbekommen? Jo. Hammer. Wann habe ich jetzt den letzten Speicherpunkt gemacht? Weil wir haben schon Geld reinbekommen, das habe ich nicht gesehen. Wir haben zwar keine Handelsroute, aber wir verdienen Geld. Und das ist eben das Wichtigste. Jetzt machen wir einfach mal hier. Brennholzstand. Habe ich es jetzt... Habe ich noch nicht gemacht. Zack, zack. Zack. Ich kann noch mal kurz gucken hier. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir natürlich hier noch mal neu bauen. Machen wir hier höchste Priorität. Dann den Stand tun wir jetzt hier hin, verdammt nochmal. Dass sich das Brennholz besser verteilt. Das Lager ist voll. Gut, weil wir haben hier oben schon Geld reinbekommen. Das heißt, wir machen das da. Jetzt bin ich erstmal happy. Gott. Super. Das heißt, wir bauen hier unten Lagerhaus. Lagerhaus. Zack. Das machen wir höchste Priorität. Und ich würde auch sagen, wir beenden jetzt hier mit erstmal die Folge. In der nächsten Folge kommt der Angriff, definitiv. Und ja, würde mich dann erstmal fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und mit
Von dem her, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.